Moin, 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 meine Lieben! Mein Leben mit 320 Kilo. Das ist die Geschichte des einst wohl dicksten Teenagers der Welt. Dein Name Casey King aus den USA, woher auch sonst. Wie es zu seinem extremen Übergewicht kam und was er Unglaubliches geschafft hat, seht ihr jetzt. Da nicht länger schnacken, rein geht's! Kurz einen Blick auf seine Vergangenheit werfen und herausfinden, warum er überhaupt so dick wurde. Casey King kommt ursprünglich aus der Kleinstadt Jackson und war schon im Kindesalter eher... Ja, ein rothaariger Amerikaner. Ich denke mal, er hat keine leichte Kindheit gehabt und das wird auch eine Ursache sein. Dick. Als er gerade auf die Highschool kam, wog er bereits 130 Kilogramm. Das ist zwar bereits sehr viel, doch Casey konnte immer noch an einem geregelten Leben teilnehmen. Er hatte sogar mehrere Jobs und arbeitete als Schüler neben der Schule in diversen Restaurants. Der Anfang vom Ende. Das Gratisessen, das er bei seinen Jobs jeden Tag bekam, wurde ihm allerdings schnell zum Verhängnis, denn Casey aß bei seiner Arbeit fast täglich mehrere Portionen. Ich glaube, er war sein bester Kunde. Fast Food. Er nahm rasant zu und war schon bald zu dick, um seiner Arbeit überhaupt noch... Alter, guckt euch das doch mal an, das ist doch nicht normal, oder? ...nachzugehen. Jeder Handgriff und jeder Schritt wurden zu einer unüberwindbaren Anstrengung und der Teenager schmiss seine Jobs hin. Seine Mutter zog daraufhin schließlich die Reißleine, denn sie wollte nicht akzeptieren, dass ihr Sohn nur aufgrund seines Gewichtes arbeitslos wurde und schmiss ihn von zu Hause raus. Wie hat sie das denn hinbekommen? Hat sie da einen Kran bestellt oder wie? Sie hoffte, dass er diesen radikalen Schritt als Weckruf sehen würde, doch Casey zog stattdessen einfach bei seinem getrennt lebenden Vater ein. Und hier ging der Kreislauf weiter, denn sein Vater war froh, dass er seinen Sohn wieder mehr um sich hatte und belohnte ihn täglich mit Essen vom Lieferdienst. Er belohnte ihn täglich, weil er wieder bei ihm wohnte, hat ihn jeden Tag da mit Fressen zugestopft. Naja, kein Wunder, dass sowas passiert. Also, ja, da muss man die Eltern mal in die Verantwortung ziehen. Also, ja, unglaublich. Inzwischen wiegt der US-Amerikaner 322 Kilogramm. 322 Kilogramm. Also, das sind ja zwei Gorilla-Weibchen. Die wiegen so viel, glaube ich. Casey King kann sich kaum noch bewegen und er weiß selbst, dass ihm sein Übergewicht bald das Leben kosten kann. Kommen wir nun aber zum Alltag von Casey King. Wie bereits erwähnt, wohnt der junge Mann aktuell bei seinem Vater. Weil er allerdings weder zur Schule geht noch einen Job hat, fehlt ihm auch jeglicher Tagesrhythmus. Aus diesem Grund wacht er meistens erst gegen 12 Uhr mittags auf. In der Regel wird er dabei von einem unbändigen Hungergefühl geweckt, doch statt sich für den Tag fertig zu machen und sich richtige Kleidung anzuziehen, bleibt er einfach im Bett sitzen. Und das vollkommen nackt. Ja, ihr habt richtig gehört, der 322 Kilogramm schwere Casey bleibt am liebsten den ganzen Tag vollkommen unbekleidet und trägt dabei noch nicht einmal Unterwäsche. Ja, weil es bestimmt ihm zu anstrengend ist, sich was anzuziehen. Ja, ich denke mal, er wird auch nicht viel Kleidung haben, weil es in den Größen nicht viel gibt. Aber er ist garantiert einfach viel zu faul. Und das hat für ihn einfache Gründe. Erstens passt ihm keine richtige Kleidung mehr und Casey war schon lange nicht mehr vor der Haustür, um sich neue Anziehsachen anfertigen zu lassen. Und zweitens sei es ihm einfach immer viel zu warm. Statt in seiner Kleidung... Ja, ihm ist es immer viel zu warm. Ist ja kein Wunder bei 320 Kilo, ne? Wenn man die auch mit sich schleppt... Klar, das schwitzt mal. Ich will nicht wissen, wie er im T-Shirt aussieht. Er hat bestimmt Schweißmond bis... Ja, bis, keine Ahnung. Das sieht bestimmt aus, als hätte er Flipper im Würgegriff gehabt oder so. Um zu schwitzen, zieht er lieber die Vorhänge vors Fenster und läuft deshalb nackt durchs Haus. Von Laufen kann bei Casey... Aber mit solch einer Wampe, der hat doch schon Ewigkeiten nicht mehr seinen Schniepelhahn gesehen. Wie pisst er denn? Oder, keine Ahnung, wie wischt er sich den Arsch ab? Das geht doch gar nicht mit seinen T-Rex-Armen. Wie funktioniert denn das? Allerdings nicht wirklich die Rede sein. Der junge Mann kann sich aufgrund seines Gewichtes kaum noch bewegen und an manchen Tagen ist der einzige Gang, den er bewältigt, der Weg zum Kühlschrank. Naja, ich denke mal, da verbrennt er ja auch schon diverse Kalorien, ne? Wenn er sich auf den Weg zum Kühlschrank macht. Das ist ja nicht ohne. Doch in der Regel wird ihm sogar das Essen direkt ans Bett gebracht. Obwohl das extrem... Das nenne ich ja mal Service. Also der Vater ist ja wirklich zuvorkommend, ne? Er füttert ihn schön, kümmert sich... Ob er ihn auch den Arsch abwischt, ich weiß es nicht.
Also, er macht ja bestimmt auch so ein Häufchen, also ja, das ähnelt bestimmt ein Elefantenhäufchen. Nachdem Übergewicht für Casey schon zur Lebensgefahr geworden ist, kümmert sich Vater Danny um die Verpflegung seines Sohnes. Dafür nimmt er sogar mehrfach am Tag dessen Bestellungen entgegen und so ist es kein Wunder, dass schon das Frühstück nicht aus Obst, Müsli oder Joghurt besteht, sondern stattdessen direkt eine riesige Portion Fastfood beinhaltet. Das finde ich ja auch sehr schön, ne? Zum Frühstück so schön Fastfood, ja wunderbar. Aber wenn der Vater das hier alles finanziert, ich weiß nicht, hat er da Kredite ohne Ende, weil ich weiß ja nicht, wie viel er ja am Tag weghaut, aber das sind ja etliche Kalorien, ne? Nicht selten isst er dabei bereits mehrere Burger, frittiertes Hühnchen und eine große Portion Pommes. Dazu... Da würde ich ja sagen, das ist ja so ein perfektes Frühstück, ne? Also, da sollten sich alle mal ein Beispiel dran nehmen. Trinkt er meist schon zum Frühstück einen Liter Eistee oder einen anderen Softdrink. Lecker. Auch bei den... Ja gut, er trinkt zum Frühstück einen Liter Eistee oder andere Softdrinks. Ich trinke zum Beispiel zum Frühstück, ja, ich sag mal, gefühlt fast einen Liter Kaffee. Anderen Mahlzeiten wie Lunch und Abendessen steht ausschließlich Fastfood auf dem Programm. Hinzu kommen Unmengen an Chips und Süßigkeiten, die Casey im Laufe eines Tages zu sich nimmt. Sag mal, was der so futtert, das sind doch bestimmt Tonnen im Monat. Tonnen! Bis zu unglaublichen 10.000 Kalorien soll der junge Mann so täglich zu sich nehmen. 10.000 Kalorien? Also ich glaube, Michael Phelps, der hatte am Tag 12.000 Kalorien zu sich genommen und der sah nicht annähernd so aus wie er, ne? Na gut, er hat sich natürlich ein bisschen sportlich betätigt. Und er mit seinem Gaming, naja, würde nicht allzu viele Kalorien verbrennen am Tag, ne? Und Casey kann einfach nicht aufhören. Das führt sogar so weit, dass sich der US-Amerikaner anschließend manchmal übergeben muss, weil ihm so schlecht wird. Ja, er übergibt sich, weil er ihm so schlecht ist und ja, danach ist der Magen leer und dann geht's von vorne los. In diesem Zusammenhang erinnert Caseys Verhalten an die Binge-Eating-Störung, bei der Betroffene regelmäßig von sogenannten Fressattacken heimgesucht werden. Menschen mit Esssucht oder einer Binge-Eating-Störung verhalten sich, als seien sie süchtig nach Essen und verschlingen wahllos Nahrungsmittel in enormen Mengen. Das ist keine Störung, der hat einfach Hunger, weil er so fett ist. Er will fressen. Eine Fressattacke dauert oft mehrere Stunden und Genuss, Hunger oder Sättigung spielen dabei keine Rolle. Charakteristisch für die Binge-Eating-Störung... Wie willst du auch solch einen Menschen mit einem Kuhmagen satt bekommen? Das funktioniert ja nicht. Das funktioniert nur mit Tonnen an Lebensmitteln. Ist außerdem, dass die Betroffenen den Essanfall nicht kontrollieren können. Sie hören oft erst auf, wenn ihnen schlecht wird und der Bauch schmerzt. Die Folgen können nicht nur ein extremes Übergewicht sein. Auch psychische Erkrankungen wie Depressionen, Manien oder bipolare Störungen können Begleiterscheinungen sein. Naja, so eine Fresssucht, so ganz gesund ist das natürlich nicht, ne? Also, da entstehen schon diverse Krankheiten. Man muss sich eigentlich bewusst sein, dass man sich zu Tode frisst, ne? Nach dem Frühstück widmet sich Casey dann seiner Lieblingsbeschäftigung, den Videospielen. Er spielt fast rund um die Uhr Multiplayer-Games. Sie sind nämlich die einzige Möglichkeit, um mit Menschen in Kontakt zu bleiben, ohne dass sie ihn für sein Aussehen verurteilen. Doch gerade seiner Mutter sind die Spiele ein absoluter Dorn im Auge. Sie glaubt, dass Casey bereits eine Spielsucht entwickelt hat und die Spiele die Mitschuld an der Gewichtszunahme ihres Sohnes haben. Spielsucht, ja? Aber das Problem ist, was er sonst machen. Er sitzt den ganzen Tag im Bett, ja, außer Fernseh gucken, fressen und spielen. Andere Dinge sind ja gar nicht möglich. Casey will davon allerdings nichts wissen und gibt stattdessen jemand anderem die Schuld. In seinen Augen ist sein eigener Vater für sein Übergewicht verantwortlich. Casey würde zwar das Essen bestellen, doch kaufen würde es schließlich sein Vater. Was der Arbeitslose... Ja, man kann natürlich jetzt seinem Vater die Schuld geben. Ich denke, er hat auf jeden Fall eine Teilschuld, auf jeden Fall, ne? Wenn er ihn unterstützt bei seiner Fresserei. Aber die meiste Schuld trägt er wohl selbst. 320 Kilo Mann dabei allerdings verschweigt, ist die Tatsache, dass er seinen Vater regelmäßig unter Druck setzt und ihn sogar beleidigt, wenn er nicht genau die Dinge einkauft, die er im Vorfeld verlangt hat. Ja, das kann ich mir natürlich auch ganz gut vorstellen, dass er dann wirklich aggressiv wird, wenn er nicht das bekommt, was er will. Und das ist Fressen. Fressen, fressen, fressen. Doch Vater Danny kümmert sich nicht nur um das Essen seines Sohnes. Auch wenn Casey sich waschen möchte, ist er auf die Hilfe seines Vaters angewiesen. Weil der Teenager nicht mehr in eine handelsübliche Badewanne oder gar in eine Dusche passt, wird er inzwischen auf der Veranda in einer Zinkwanne gebadet. In einem Interview erzählte Casey, dass er bereits zweimal in der Badewanne festsaß und nicht mehr hochkam. Schön in einer Zinkwanne. Sollten sich vielleicht mal überlegen, einen Pool im Garten zu stellen.
Einmal soll er sogar über 9 Stunden auf Rettung gewartet haben, weil sein Vater ihm nicht mehr hochhelfen konnte. Ja, hier sind die Filmszenen entstanden zum Film Free Willy. Wie man sich denken kann, ist die gesamte Situation für Casey und Danny King extrem belastend. So belastend, dass Casey sich 2019 zu einem radikalen Schritt entschied. Gemeinsam mit einigen ebenfalls extrem übergewichtigen Familienmitgliedern entschied er sich für eine OP, bei der sein Magen extrem verkleinert werden sollte. Doch bevor diese lebensverändernde Operation von Experten durchgeführt werden konnte, musste Casey über 30 Kilogramm Gewicht verlieren. Ja, das ist ja ungefähr so das gleiche wie TLC, mein Leben mit 300 Kilo, ne? Gehen immer zum Arzt, der Arzt sagt, ja, ihr müsst erstmal abnehmen, bevor ich euch operieren kann, bla 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 bla. Ist ja eigentlich das gleiche System hier. Ernährungsexperten stellten daher seine Essgewohnheiten um und ein Personal Coach trainierte mehrmals die Woche mit ihm. Dabei kam der 320 Kilogramm schwere Teenager allerdings immer wieder an seine Grenzen. Knochen und Gelenke waren bereits schwer geschädigt und auch sein Kreislauf machte ihm immer wieder zu schaffen. Dennoch gelang es Casey schließlich, die nötigen Pfunde zu verlieren und der Tag der OP war gekommen. Also das finde ich ja wirklich beeindruckend, ne? Wie ein Mensch denn so radikal sich ändern kann und den Entschluss fasst, ja, ich will jetzt abnehmen, weil so einfach ist das, glaube ich, nicht. Also jeder, der irgendeiner Sucht, ob es Rauchen, Alkohol oder sowas, ne, wisst selber, wie extrem schwer sowas ist. Also das, Respekt, Respekt. Schließlich unterzog sich Casey tatsächlich der Operation, die sein Leben für immer verändern sollte. Doch nicht nur die Magenverkleinerung an sich brachte eine radikale Veränderung. Casey selbst entschied sich außerdem auch für einen komplett neuen Lifestyle. Er hörte auf, Videospiele zu spielen und ging stattdessen regelmäßig in der Natur wandern. Heute nur 2 Jahre. Ja, das musst du ja natürlich machen. Du musst den krassen Schritt dann gehen. Du musst dann halt auf vieles verzichten, was dein alter Alltag war und so weiter, ne? Also du musst dir da Grenzen setzen. Und ja, finde ich ganz gut. Vor allen Dingen, du musst ja dann auch immer am Ball bleiben, ne? Du darfst ja dann nicht wieder anfangen mit Fressen, weil dann ist das innerhalb kürzester Zeit wieder vorbei. 2,5 Jahre nach der OP ist Casey daher kaum noch wiederzuerkennen. Er hat unglaubliche 200 Kilogramm Körpergewicht verloren und wiegt heute nur noch knapp 130 Kilo. Er achtet mittlerweile auf eine gesunde Ernährung, zählt sogar Kalorien und macht Sport. Casey fühlt sich zum ersten Mal wohl in seinem Körper und kann es kaum erwarten, bis auch seine Hautfalten in einer Operation entfernt werden. Ja, das sind ja die Überbleibsel von der Fettleibigkeit, ne? Also die Haut, wenn du so fett bist, die Haut, die geht nicht wieder zurück. Die kann nur durch eine OP entfernt werden. Aber es ist halt echt gut, dass er sein Leben so radikal verändert hat. Er hat es sich geschworen, dass er nie wieder in alte Muster zurückfallen wird und ist für viele Menschen zu einem Vorbild geworden. Denn Caseys Fall zeigt, dass man sich mit Willensstärke und konsequenten Verhaltensänderungen aus fast jeder Situation befreien kann. Ja, Willensstärke, ne? Und das haben halt nicht viele. Und ich glaube, auch viele schaffen das gar nicht. Das ist nur ein Bruchteil von Menschen, die solch einen Schritt wagen und auch schaffen. Auch dauerhaft schaffen. Das ist ja das Dauerhafte. Man muss ja sein Leben wirklich so ändern, dass man nicht in die alten Muster zurückfällt. Ja, Freunde, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und hinterlasst einen freundlichen Kommentar. Jetzt will ich mich nicht länger aufhalten. Auf Video sehen. Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.